Der Corsica V3 ist gestern gestartet. Willkommen zu der 57. Ausgabe der Corsica News. Der Corsica V3 ist gestern gestartet. Galle ist gegen Contra Corsica eingetreten, allerdings wird das Spiel heute wiederholt aufgrund einer Regeländerung. Und zwar wird nun mit DM gespielt, da sich viele Clans beschwert haben. Das zweite Match Nock gegen RV hat RV mit einem Core-Vorteil im Deathmatch gewonnen. Somit haben sie ganze 2 Punkte momentan, da sie einen Core abgebaut haben und gewonnen haben. Zudem haben wir einen Corsica-Trailer hochgeladen gestern, welchen ihr in der Videobeschreibung findet. Der Clan Skull hat einen neuen Elo-Rekord gebrochen, und zwar haben sie momentan erstaunliche 1702 Elo-Punkte. Der Course-Expert Johans hat einen Course-Trailer hochgeladen, wo man eventuell neue Sachen sieht, welche im nächsten Update kommen können. Der Clan Difficult Squad hat einen Reopen gestartet und sucht nach aktive Member auf dem Teamspeak. Dem hat sich der Clan Prico auch reopen und sucht nach aktive Member auf dem Teamspeak. Der Clan Success hat sich erstmal pausiert diese Woche. Der Clan Soon sucht nach ein paar Pusher und Basefs. P7 möchte mit Course anfangen und sucht deshalb Pusher und Basefs auf dem Teamspeak. Zudem sucht der Clan Keno noch aktive Member per Discord. Und der V sucht nach aktive CW-Member auf dem Teamspeak. Diese Woche haben wieder 8 verschiedene Clan-CW-Sperre bekommen. Rex hat diese Woche 2-mal Sperre bekommen, einmal gegen Success und einmal gegen Skull. DKD hat Sperre gegen Torch bekommen. Zudem hat Winnetou Sperre gegen Skull bekommen. Success hat auch Sperre bekommen, und zwar gegen TQCO. Zudem hat Lyle C auch Sperre gegen TQCO bekommen. Baden hat diese Woche gegen KB Sperre bekommen. Yatsu und der 9 haben beide Sperre gegen CKD bekommen. Wenn ihr in der nächsten Folge etwas erwähnt haben möchtet, dann markiert mich gerne auf Twitter. Kommen wir schon zu der Top 10. Links seht ihr die neue Top 10 und rechts seht ihr die alte Top 10. Alles von Platz 3 auf Platz 1 aufgestiegen. TQCO ist von dem 1. auf den 2. Platz abgestiegen. CKD ist einen Platz abgestiegen und belegt somit den 3. Platz. Playboy ist 9 in der Top 10 und belegt den 4. Platz. Lyle C und Lyle C 2 Clan belegen den 5. und 6. Platz. Zudem sind Knockback, Ulko, Six Army und SKD 9 in der Top 10 und belegen den 7., 8., 9. und 10. Platz. Raus aus der Top 10 sind Yatsu, CSI, R9, Rex, XV, Hashtag CKD und Quickly Course. Das war's auch schon mit den Courses. Wir würden uns freuen, wenn ihr von nun an jeden Sonntagabend bei uns einschaltet.